Ja, dann darf ich die Pressekonferenz zur heutigen Begegnung der SG Flensburg-Handewitt gegen den VfL Gummersbach eröffnen. Zur Halbzeit stand es 12:8, am Ende 25:20. 5.909 Zuschauer waren in der Halle. Ich begrüße sehr herzlich Trainer Emir Kurtagic und Manager Frank Flatten für den VfL Gummersbach und für die SG Lubomir Vranjes und Dirk Schmeschke. Die erste Frage an den Gästetrainer: Sind denn nun Ihre Erwartungen, mit denen Sie nach Flensburg gekommen sind, heute erfüllt worden? Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, schönen guten Abend zuerst von meiner Seite. Glückwunsch an SG zum verdienten Sieg. Sie haben von Anfang an aus meiner Sicht eine klare Route gehabt. Sie haben super Abwehr gespielt und im Tor einen überragenden Anderson gehabt. Das hat uns sehr viel Kraft gekostet, dass wir überhaupt zu Torgelegenheiten kommen, und dann war Anderson halt wirklich überragend in diesem Spiel. Auf der anderen Seite war für uns mit dem Kader, mit dem wir heute angereist sind, auch ganz klar die Marschroute, dass wir nicht hier das Tempo der SG gehen können, allein weil wir eben die Alternativen heute nicht gehabt haben. Und ich finde, dass die Jungs das heute sehr gut umgesetzt haben. Sie waren diszipliniert, sie haben sich an die Absprachen gehalten. Und wenn man das Spiel betrachtet, hat uns nur aus meiner Sicht ein wenig die Durchschlagskraft in Angriff gefehlt. Ich denke, mit 25 Gegentoren hier in Flensburg kann man sicherlich zufrieden sein und kann man auch mit leben. Ich weiß nicht, wie viele Mannschaften das geschafft haben, aber eben auf der anderen Seite nur 20 geworfen, und das ist dann natürlich zu wenig, um auswärts in Flensburg irgendwas mitzunehmen. Ich denke, dass der Knackpunkt im Spiel sicherlich zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo Flensburg aus der Kabine deutlich aggressiver und herausgekommen ist, und die zwei, drei Aktionen von Glanow und von Weinhold haben uns da in dieser Phase ein wenig wehgetan, aber die Jungs haben nicht aufgesteckt, sie haben sich nochmal ins Spiel zurückgekämpft und ja, unsere Möglichkeiten hatten, auch vielleicht das Ergebnis noch ein wenig freundlicher zu gestalten, aber im Nachhinein kann ich nur nochmal der SG gratulieren zum verdienten Sieg und meine Mannschaft auch zu einer wirklich guten kämpferischen Leistung, die hoffen lässt auf das nächste Spiel zu Hause gegen TBV Lemgo. Ja, vielen Dank für die erste Einschätzung. Lubo, die SG hat immer geführt, nicht wirklich in Gefahr gewesen. Wie fällt deine Analyse des Spiels aus? Erstmal guten Abend. Ja, zwei Punkte. Da bin ich ja sehr zufrieden. Ich bin auch zufrieden, dass wir unsere Absprache auch gehalten haben. Ich meine, wir sind in unserem 50. Pflichtspiel heute. Und das merkt man schon bei einigen Spielern jetzt. Wir haben auch diese Woche Zeit gehabt zu trainieren. Habe ich ein bisschen Gas gegeben. Das hat man auch ein bisschen gemerkt. Aber das wird gut für den Restprogramm in Mai sein. Und ich freue mich wirklich, dass Arno wieder dabei ist und kann uns helfen. Glandorf hat heute ja gut gespielt. Unser Abwehr, muss ich sagen, wir machen genau, was sie sagen, und deswegen haben ja auch Gummersbach Schwierigkeiten, auch Tor zu machen, und das ist ja unsere Stärke, das wissen wir. Wir haben ein bisschen zu viel verworfen heute, aber man muss auch sagen, dass der Gummersbach Abwehr macht das auch gut. Nicht nur heute, sondern die letzten Spiele. Olafur, ich bin zufrieden mit ihm, wenn er reinkommt und macht seine Sache sehr gut. Das ist auch wichtig, ihm Zeit zu geben. Bis jetzt habe ich keine Zeit gehabt, ihm so zu geben, sondern ich habe immer in wichtige Phasen gebraucht. Und er ist noch jung, und ich bin sehr zufrieden, dass er heute so aufgetreten ist. Das ist eigentlich. Jetzt haben wir noch ein paar Tage. Ich werde nicht so trainieren wie diese Woche, sondern ich werde ein bisschen ruhiger trainieren, und dann haben wir ein Hammerspiel in Neuhausen. Und da müssen wir ja, wollen wir zwei Punkte auch holen. Danke. Ja, vielen Dank, Lubo. Frank, die Niederlage macht die Situation für den VfL Gummersbach ja nicht wirklich besser. So ein bisschen steht ihr ja immer noch am Rande. Nach dem heutigen Spiel, was macht Sie zuversichtlich, die Klasse zu halten? Was haben Sie heute gesehen?
Ja, schönen guten Abend erstmal. Ich glaube schon, dass uns die Niederlage Kraft gibt, weil die Art und Weise, wie wir verloren haben, ist sehr ansprechend gewesen. Die Abwehr hat gestanden und wir haben unsere Leistung heute gezeigt. Wer mir vor dem Spiel gesagt hätte, wir bekommen 25 Gegentreffer in Flensburg bei dieser Atmosphäre, da hätte ich sofort gesagt, prima, nehmen wir an. Gerade die Art und Weise, wie wir hier uns gezeigt haben, ohne Kopschuh, der am Donnerstagabend sich noch verletzt hat, ohne Dennis Krause, der nicht trainieren konnte, das ist der Abwehr-Innenblock, haben uns hier sehr, sehr gut präsentiert. Das Rückzugverhalten war in Ordnung, von daher macht mir das Hoffnung auf das Spiel gegen Lemgo. Wir werden hart trainieren und ich freue mich, dass du die Kraft ein bisschen rausnimmst, damit du in Neuhausen gewinnst, weil das ist das, worauf es uns ankommt. Wir konzentrieren uns auf das Spiel gegen Lemgo zu Hause und da werden wir unsere Leistung genauso abrufen müssen wie heute und dann gehe ich mal davon aus, dass wir dort die wichtigen Punkte für uns auch sammeln werden. Vielen Dank für diese Einschätzung, Dirk. In der Presse war zu lesen, jetzt nur nicht locker lassen. Wurde das Motto heute bestätigt? Ja, finde ich absolut. Wir wussten von vornherein, dass Gummersbach auf jeden Fall besser ist als der Tabellenstand des Aussagens. Das hat man heute, glaube ich, auch gesehen. Gummersbach hat eine gute Mannschaft und hat das heute auch gezeigt und bewiesen. Und ich finde, unsere Mannschaft hat das über weite Strecken, eigentlich die größte Zeit, auch gut gemacht. Und ich glaube, dass wir jetzt, das, was Lobo auch gesagt hat, uns auf die Champions League wirklich konzentrieren können und wollen, also auf die Champions League Qualifikation. Das ist dann auch, finde ich, ein sehr großer Erfolg. Das darf man nicht verkennen, was wir bis jetzt geleistet haben, wie weit wir gekommen sind. Und jetzt gilt eben alle Konzentration dem Erreichen des zweiten oder dritten Platz. Das können wir ja noch schaffen, aus eigener Kraft auf jeden Fall den dritten Platz. Und das wollen wir nicht aus der Hand geben. Und von daher sehe ich auch zuversichtlich in die nächsten Spiele und wir werden da sicherlich auch alles geben. Unter dem Motto darf ich vielleicht hier auch erwähnen, schon mal vorausgeschaut auf Minden, weil wir da auch viele Fragen gehabt. Das steht sicherlich in doppelter Hinsicht unter Champions-League-Gesichtspunkten. Erst kämpfen wir um Champions League und Qualifikation und direkt im Anschluss werden wir hier auf einer der größten Leinwände dann in Schleswig-Holstein gemeinsam mit den Hallenbetreibern dann das Champions-League-Finale Bayern gegen Dortmund zeigen, damit die Leute dann auch beruhigt in die Halle kommen können und da auch nichts versäumen. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Geschichte. Und euch wünsche ich viel Glück weiterhin. Ja, gibt es Fragen an die Herren? Das ist im Moment nicht der Fall. Dann danke ich euch. Vielen Dank. Wir sehen uns zum Mindenspiel hier wieder und damit ist die Pressekonferenz beendet.